Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es hier um dieses schicke Seelenfresser Mount und das kennt vielleicht der ein oder andere aus Shadowlands noch. Diesmal ist es aber keine Gladiator-Variante, sondern eine, die ihr aktuell noch im Spiel erspielen könnt. Das Ding heißt einmal zur Wahl Seelenfresser und bevor ich euch jetzt erzähle, wo man das herkriegt, was man dafür machen müssen, schauen wir uns das Ding jetzt einmal ein bisschen genauer an. Gucken uns auch einmal, hätte ich gesagt, das Mount Special noch an. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Das Ding kann übrigens auch fliegen, ne? Also was ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt bei den Flügeln. Und ja, das gibt es jetzt für ein Achievement, das wir schon seit Shadowlands haben. Da wurde aber mit Patch 10.2.6 was geändert. Und zwar das in zwei Lager quasi aufgesplittet. Einmal in eine Heldentat und einmal in ein normales Achievement, das ihr noch erspielen könnt. Das Grundmodell, das ihr hier seht, gibt es auch in Shadowlands für verschiedene andere Mounts. Da können wir jetzt einmal Seelenfresser eingeben. Und wie ihr hier seht, gibt es da verschiedene Mounts mit Rüstung, die hat man aber jeweils in den verschiedenen Seasons in Shadowlands bekommen für quasi PvP, ne, wenn man da in diesem Gladiator-Bereich war. Heißt, war nicht ganz so einfach und jetzt gibt es quasi für alle dieses Model, aber dementsprechend ohne Rüstung, was aber dennoch sehr, sehr cool aussieht, finde ich zumindest. Gut, jetzt guck mal rein, wo wir das herkriegen. Also, es gibt in Shadowlands ein Meta-Achievement und dieses Meta-Achievement finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures. Und dann ist es direkt quasi in dem Oberbereich drin. Da sind aktuell zwei Erfolge drin. Einer ist hier auch für Dragonflight drin, aber den schauen wir uns dann im anderen Video an, sobald wir den fertig machen können. Jetzt schauen wir uns hier zurück aus dem Jenseits an. Ihr seht, unten als Belohnung ist jetzt zur Wahl Seelenfresser. Das Achievement habe ich persönlich 2021 abgeschlossen. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch, dann könnt ihr einfach in eure Mountliste gucken und kriegt das Mount raus. Dasselbe Achievement gibt es aber auch nochmal, wenn ihr unter Heldentaten reingeht. Und dann scrollen wir ein bisschen runter und da seht ihr, da haben wir zurück aus dem Jenseits, klassisch. Und hier sind die komplett gleichen Erfolge drin, wie aus dem anderen. Nur, dass wir hier den Titel kriegen, Schleierwandler oder Schleierwandlerin. Und dieses Achievement musstet ihr aber abschließen, bevor Dragonflight rausgekommen ist. Heißt, den Titel könnt ihr nicht mehr kriegen, aber jetzt hier über diese, über das normale Achievement könnt ihr das Mount kriegen, wenn ihr das abgeschlossen habt oder jetzt noch in Zukunft abschließt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle Erfolge einmal durch. Das Ding ist, diese Achievements sind so aufgebaut, dass das hier nicht alles einzelne Achievements sind, sondern das sind dann immer Meta-Achievements, wo dann wieder ja, andere Achievements drunter sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier reingeben bei dem Sturmstürmer, haben wir hier wieder ein Meta-Achievement und dann können wir hier wieder reinklicken, haben wir wieder ein Achievement, wo mehrere Achievements drin sind. Und ihr seht, das baut sich so baumartig auf und da steckt ziemlich viel dahinter. Dementsprechend werde ich euch jetzt nicht einen Guide zu jedem einzelnen Unterachievement geben, sondern wir gucken uns die Struktur an, was ihr im Groben machen müsst. Zu jedem dieser Unterachievements habe ich nämlich im Laufe von Shadowlands schon ein Video gemacht. Falls euch da was unklar ist, schaut am besten da in meine Playlist rein zu Shadowlands, zu den ganzen Geschichten. Wenn ich jetzt auf jedes eingehen würde, dann wären wir hier 20 Stunden unterwegs, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Fangen wir mit den einfachen Sachen an, die man relativ schnell erledigt gekriegt hat. Und zwar haben wir hier einmal die Raids. Und zwar müssen wir einmal in Castle Nathria, also Schloss Nathria rein. Dann haben wir Sanktum der Herrschaft und Mausoleum. Und wenn wir da draufklicken, komme ich jetzt natürlich aufs Mythic-Achievement, ne, weil ich das damals gemacht habe. Aber ihr müsst nicht in den Mythisch-Modus, sondern ihr seht hier, Schloss Nathria reicht. Also das ist das Grund-Achievement. Ihr könnt natürlich das im LFR, im Normal, HC oder Mythic machen. Mittlerweile ist aber auch Mythic ja nicht mehr schwer, weil mit Max-Level-Char, also aus Dragonflight, rutscht man da ja relativ schnell rüber. Heißt, ihr müsst im Grunde einmal jeden Raid komplett clearen. Fated gibt es ja aktuell nicht mehr, also reicht auch, wenn ihr einmal im Normal durch Schloss Nathria, Sanktum der Herrschaft und durchs Mausoleum einmal durchkommt. Dann das nächste Achievement schauen wir uns jetzt hier gleich oben an. Das ist einmal Ketten der Herrschaft und wenn wir da draufklicken, dann landen wir jetzt hier bei Quests und dann Shadowlands. Und hier müssen wir einen Geschichtsstrang abschließen und das ist, soweit ich das noch auf dem Zettel stehen habe, der ja die Questkampagne von Cortia. Also da müsst ihr dann einmal komplett durch. Das Ganze startet in Oribos und ja, da müsst ihr dann einmal quasi
durchquesten. Damals war das Ganze ein bisschen gestaffelt, da konnte man nicht vom ersten Tag alle Quests machen. Mittlerweile ist es aber alles freigeschaltet und könnt es quasi auf einen Rutsch durchquesten. Für Ketten der Herrschaft braucht ihr übrigens ein gewisses Renown-Level, also bei diesen Covenants in hier Shadowlands gab es ja am Anfang die bis Renown 40 und dann konnte man die ja später bis auf 80 quasi weiter erhöhen und man brauchte hierfür eine gewisse Stufe. Heißt, ihr solltet erstmal eure Covenants, zumindest einen, auf ja am besten 80 hochbasteln, dann könnt ihr auf jeden Fall am Stück diese Questreihe durchballern. Das nächste, was wir uns angucken, ist Tote reden manchmal doch und dafür kommen wir jetzt hier auch unter Quests und dann Shadowlands rein. Und wir müssen jetzt einmal Folgendes machen, schließt alle vier Paktkampagnen ab. In den, man kann sich ja zwischen vier Pakten quasi entscheiden hier in Shadowlands. Und jetzt ist es so, dass ihr halt die Kampagne komplett durchspielen müsst. Dafür braucht ihr auch immer gewisse Ruhm-Level, aber ich glaube, da hat sogar Ruhm 40 gereicht. Aber es gibt auch in Oribos beim Flugmeister einen Händler, der daneben steht und der verkauft euch ein Token. Und da könnt ihr bei einem Covenant direkt auf 40 kommen. Also das ist quasi eine Catch-up-Mechanik. Und die restlichen bis 80 müsst ihr dann halt normal spielen. Aber das schafft ihr, indem ihr Bosse umhaut, Raid-Bosse umhaut. In Torghast gibt es da, glaube ich, auch was. Für die ganzen anderen Sachen, die wir eh machen müssen. Also das kriegt ihr auf jeden Fall hoch. Wir haben ja schon gesehen, wir müssen eh in die ganzen Raids einmal rein. Falls ihr da noch Probleme habt, dass ihr nicht genug Renown habt, kriegt ihr die da bestimmt gefarmt. Den nächsten Erfolg, den wir haben, ist gut gefälscht, ist halb gewonnen. Und dafür müssen wir in einen Dungeon rein. Ihr seht schon, das ist unter Dungeons und dann Dungeons von Shadowlands drin. Und hier müssen wir in das Mega-Dungeon rein, in Tazavesh, und dort den Hard-Mode machen. Und da gibt es dann auch eine Mount-Belohnung. Auch für diesen Hard-Mode habe ich damals ein Video aufgenommen. Da könnt ihr gerne reinschalten, falls euch das unklar ist. Da müsst ihr, glaube ich, als erst normal in Tazavesh rein, ein bestimmtes Item holen. Und dann könnt ihr diesen Hard-Mode quasi freischalten. Auch mit dem Max-Level-Char sollte das gar kein Stress mehr sein, das zu bewältigen. Als nächstes haben wir dann von A bis Sereth. Und ja, das spielt in Sereth Mortis. Da gucken wir einmal rein. Das ist auch wieder ein Meta-Achievement, wo wir ebenfalls eine Reittierbelohnung kriegen, diesen Aurelit. Und dafür müssen wir jetzt insgesamt 6, 7 Unterachievements abschließen. Und das erste, was wir hier haben, ist Geheimnisse der Ersten. Und das ist ähnlich, wie es jetzt vorhin Cortia der Fall war. Das ist einfach quasi die Geschichtsstränge. Also müssen wir diese Quest komplett durchspielen. Und die sind damals, glaube ich, auch wöchentlich rausgekommen. Und mittlerweile kann man die aber auch quasi in einem Stück durchspielen. Dann haben wir als nächstes Dünendominanz. Und dafür müssen wir 3 spezielle Begegnungen abschließen. Da gibt es dann auch mal noch so ein Arsenal als Belohnung. Und das ist jetzt ebenfalls in Sereth Mortis. Das ist quasi diese Extrazone hier. Und diese Dünendominanz spielt hier oben. Da spawnen specialige Rares. Und soweit ich das noch weiß, werden die getriggert, indem man andere Rares hier in der Zone umhaut. Die werden wir bestimmt später auch noch brauchen, die anderen Rares alle gekillt. Und da können die triggern. Heutzutage sind da nicht mehr so viele Leute, deswegen müsst ihr wahrscheinlich selber die Rares killen, dass hier diese Mobs spawnen. Dann haben wir hier noch Chiffren der Ersten. Und zwar ist es so, dass wir hier quasi die Chiffren vervollständigen müssen. Und wenn ich mich noch recht entsinne, hat man in Sereth Mortis in so einer Höhle so eine Art Skillbaum gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ist es hier in der Höhle des Verbannten drin. Da kommt man, wenn man diese Questreihe, die ihr eh fürs andere Achievement abschließen müsst, eh vorbei. Und dann habt ihr verschiedene Stränge, die ihr durchskillen könnt. Ne? Da könnt ihr hier in der Zone quasi Ressourcen sammeln und diese Stränge quasi ausskillen. Das ist ein bisschen timegated, weil das schon, ja, wenn ihr es auf dem ersten Char macht, ein bisschen Zeit frisst. Aber auch mit Max-Level-Char die Ressourcen farmen, sollte gar kein Stress mehr sein. Falls ihr nicht wisst, wie das Ganze geht, wie gesagt, ich habe damals auch ein Video gemacht, wo ich das auch ein bisschen ausführlicher gezeigt habe. Dann haben wir hier noch die Erleuchteten. Und dafür müssen wir einfach den Ruf hochballern. Und zwar in der Zone gibt es dann eine Ruffaktion, die heißen die Erleuchteten, die müssen wir halt auf ehrfürchtig bringen. Also relativ basic stuff. Als nächstes haben wir hier Schätze von Sereth Mortis. Und naja, wer hätte es gedacht, wir müssen halt die ganzen Schätze looten, die wir in der Zone finden. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wo ihr die alle looten könnt. Sind doch ein paar mehr tatsächlich. Als nächstes haben wir dann Abenteurer von Sereth Mortis und wer hätte es gedacht, da müsst ihr halt die ganzen Begegnungen machen, also das sind die Rares
Und wie gesagt, um diese Special Sandmobs zu beschwören, müsst ihr eh die Rares umhauen. Und für das Achievement müsst ihr quasi jeden Rare einmal töten. Ich kann euch da Handy Notes empfehlen. Das zeigt sowohl die Schätze als natürlich auch die Rares an. Dann könnt ihr euch so ein bisschen daran ranhangeln. Und das letzte, was wir jetzt hier in diesem Untermeta-Achievement haben, heißt einmal 5 Tetisiert. Und das ist jetzt ein bisschen komplexer. Und zwar müssen wir in der Protoform-Schmiede von Zeramortis 50 verschiedene Protoform-Kreaturen herstellen. Und es gibt zwei verschiedene Schmieden. Diese Schmieden schaltet ihr quasi frei, indem ihr hier bei diesem Skillbaum gewisse Sachen skillt. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie die hießen. Ich habe dazu auch Videos gemacht, aber für das andere Achievement müsst ihr ja eh alles skillen. Also skillt das Ding komplett aus. Dann kriegt ihr eine Quest, dass ihr einmal zur Pet-Schmiede müsst. Die ist, glaube ich, hier. Da ist die Pet-Schmiede. Oder irgendwo, ich glaube, da war der Eingang. Und die Mount-Schmiede war, glaube ich, hier oben, ne? Und im Endeffekt läuft es so, ihr könnt durch die Rares Rezepte kriegen, ihr kriegt über die Schätze Rezepte, die ihr eh machen müsst. Manche sind auch von den Quests tatsächlich dabei oder aus dem Raid. Da könnt ihr so Rezepte holen. Und mit diesen Rezepten und Items, die ihr ebenfalls hier aus der Zone und oder aus dem Raid bekommt, könnt ihr dann quasi euch Pets in der Pet-Schmiede zusammenbauen und Mounts in der Mount-Schmiede. Und ich meine, es waren nur knapp über 50. Also es war jetzt, ihr müsst fast alle einmal herstellen. Heißt, ihr müsst euch halt alle Rezepte holen oder fast alle Rezepte, dann die ganzen Gegenstände hier in den Zonen farmen und dann könnt ihr sowohl die Pets und die Mounts herstellen und die braucht ihr halt alle für das Achievement. Auch, ich habe ein Video gemacht für alle Rezepte, ich habe ein Video gemacht, wo ihr alle Ressourcen herkriegt, ich habe ein Video gemacht zu jedem Mount und auch zu den Pets. Also, ja, falls ihr da Probleme habt, könnt ihr gerne in meine Videoreihe reingucken, da war ich auf jeden Fall schon fleißig. Gut, dann sind wir jetzt mit dem Zeramortis Unterachievement durch. Als nächstes haben wir jetzt hier in den großen Achievement den nächsten Unterpunkt und zwar haben wir Dinge ohne Ende. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Erforscht alle Talente in der Kiste der zahllosen Dinge. Und das wieder als Belohnung gibt es dann noch ein Haustier. Und das ist quasi ein Skillbaum, den wir in Torghast freischalten können. Und ich meine, damals hat man eine Startquest in Cortia bekommen, dass man da nach Torghast einmal reingehen muss. Ich habe das letztens, war ich mit einem Twink wieder mal in Torghast. Wenn ihr da eine höhere Ebene macht, dann habt ihr in Torghast mal eine Quest. Die schickt euch dann zum Runenschmied in Torghast drin. Dass ich euch jetzt keinen Mist erzähle. Also hier, wir müssen einmal in den Schlund. Und dann, hier könnt ihr in der Zukunft nach Torghast rein. Und dort ist es dann so, dass ihr am Anfang in Torghast so eine Orb habt und da könnt ihr das skillen. Wenn ihr dann in höheren Gefilden, ich glaube 12 aufwärts unterwegs seid und einen Run abschließt, kriegt ihr immer so eine Währung. Und umso mehr Währung ihr habt, umso mehr könnt ihr reinskillen. Ihr müsst halt diesen Skillbaum komplett voll skillen. Ich meine, am Anfang war es so, dass man jede Woche nur eine gewisse Anzahl kriegen konnte. Ich glaube, diese Cap wurde mittlerweile aufgehoben, ne? Also ihr könnt da, glaube ich, jetzt mittlerweile so viel farmen, wie ihr wollt. Und dann müsst ihr halt einfach den Skillbaum auskillen. Mehr ist es nicht. Wir haben später noch einen Haufen mehr Achievements, die wir in Torghast machen müssen. Und wenn ihr die alle macht, dann habt ihr wahrscheinlich den Skillbaum eh ausgeskillt. Dann haben wir das nächste, die mythischen Dungeons aus Shadowlands. Hier müssen wir quasi einmal in alle Dungeons rein. Ihr müsst die nur einmal im Mythic machen, aber jetzt mit Dragonflight Gear könnt ihr das easy alleine machen. Tazavesh ist auch dabei, wie ihr seht, aber das müsst ihr ja eh auch einmal im Hard-Mode erledigen. Als nächstes haben wir dann hier in der Offensive. Und dafür müssen wir mittlerweile nicht mal alle Unterachievements abschließen, sondern wir brauchen nur 4 Stück von denen. Und das sind alles Achievements, die wir in den Paktangriffen erledigen können. Die Paktangriffe finden im Schlund statt. Und ich meine, du hast die erst freigeschalten mit einem Char, wenn du einen gewissen Queststand in Cortia hattest. Ne? Ihr müsst aber eh in Cortia die kompletten Geschichtsstränge durchspielen, um dementsprechend die Paktangriffe freizuschalten. Wenn ihr jetzt hier auf den Schlund geht, dann seht ihr, haben wir hier einen Angriff. Das ist der Nachtfee-Angriff. Und es ist so, pro Woche kommen 2 verschiedene Angriffe. Ja? Also von Mittwoch bis Samstagabend ist der erste Angriff. Und von Samstagabend bis dann halt Dienstag irgendwann, bis Server-Reset oder Mittwoch früh, ist dann der zweite Angriff. Ne? Also es ist quasi biweekly. Und innerhalb von einem 2-Wochen-Zeitraum sind alle 4 Angriffe von diesen 4 verschiedenen Covenants. Jetzt ist es so,
dass ihr hier aber auch nur zwei braucht. Zum Beispiel das erste Achievement ist, dass ihr jeden Angriff einmal machen müsst. Ist relativ basic, müsst ihr quasi einmal hin jeden Angriff spielen, braucht ihr zwei Wochen für. Und die anderen Sachen sind halt irgendwas Specialiges, ne? Wo ihr dann, wie jetzt hier, müsst ihr dreimal so einen Pet zum Beispiel begleiten, wo es weggelaufen ist, zurückholen und so ein Stuff. Also das ist eine relativ einfache Geschichte. Auch dafür habe ich quasi alles einzelne Videos erstellt. Da könnt ihr gerne reinschalten und euch dann halt vielleicht das raussuchen, was am einfachsten ist. Zum Beispiel bei dem Tee, da hat man, glaube ich, immer irgendwelche bestimmten Bobs suchen müssen bei der Revendrest-Invasion. Das hat halt auch mehrere Angriffe gedauert, ne? Und ja, das sind halt bei den verschiedenen Angriffen quasi die Erfolge. Als nächstes haben wir dann Ruhmreicher geht es nicht. Und dafür müsst ihr quasi Ruhm 80 erreichen und das bei allen vier Pakten. Also was ich vorhin schon meinte, ne, wo ihr für bestimmte Quests Ruhm braucht, ihr müsst eh auf 80 bei allen Covenants kommen. Ihr könnt den Covenant mit einem Char in Oribos hin und her tauschen. Am Anfang der Expansion konnte man, war da ja ein Cooldown drauf. Mittlerweile kannst du quasi alle, also quasi ohne Cooldown, die immer wieder hin und her swappen. Das Einzige, wo ihr drauf achten müsst, ist das Anima. Das bleibt dann immer beim jeweiligen Covenant. Das kann man aber mit einem Item auch mitnehmen zu anderen, ne? Aber im Endeffekt müsst ihr einfach nur Aktivitäten erfüllen, die euch Ruhmstufen bringen. Und das sind, wie gesagt, Dungeon-Bosse töten, Raid-Bosse töten, Torghast spielen. Also Aktivitäten, die ihr eh für die anderen Erfolge absolvieren müsst. Dann haben wir als nächstes Sanctum, Sanctuarium. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Wertet alle vier Pakt-Features auf Rang 3 auf. Und da gibt es dann auch hier wieder eine Belohnung. Und zwar kriegen wir so einen Anima-Bonus. Ist gar nicht schlecht, wenn ihr vielleicht eh Anima farmen wollt. Und ja, das funktioniert halt so, dass ihr in jedem Covenant-Gebäude einmal so eine Übersicht habt. Und da haben wir diese vier Pakt-Sankten. Und die können wir... oder Pier Pakt Sanctum Gebäude, so rum. Und die können wir dann quasi upgraden. Das höchste ist jetzt bei den normalen immer Stufe 3 und beim Special Feature ist es halt jetzt hier zum Beispiel Stufe 5. Und das ganze Zeug können wir upgraden, indem wir zwei Währungen holen. Einmal Anima, was ihr ja durch alle möglichen Aktivitäten in Shadowlands bekommt, und durch Seelen. Und die Seelen kriegt ihr immer von der Quest, zum Beispiel bei Draxus, bei den Necrolords ist die hier hinten. Da müsst ihr dann halt immer 20 Seelen holen. Und die kriegt ihr dann halt hier zu gut geschrieben. Am Anfang war das quasi eine Weekly-Quest. Mittlerweile könnt ihr das endlos machen. Also ihr könnt auch 100 Seelen am Tag farmen oder 200 und alles abbauen oder upgraden, so rum. Also das ist mittlerweile kein Stress mehr. Ihr müsst halt immer quasi wieder in den Schlund, wieder herfliegen, wieder nächste Quest holen, immer hin und her. Ist ein bisschen nervig, aber ihr könnt das theoretisch an einem Tag durchziehen. Die Gebäude jedoch haben eine gewisse Bauzeit. Also von ein paar Stunden bis sogar, glaube ich, mehreren Tagen. Und da müsst ihr halt das ein bisschen mit einkalkulieren. Genau. Dann gucken wir mal weiter. Also Sanctum der Herrschaft war ja der Raid, das hatten wir schon geklärt. Dann haben wir hier Geheimnisse der Ersten. Und zwar müssten das die Geschichtsstränge in Theramortis sein. Da müsst ihr halt einfach auch wieder komplett durchquesten. Dann gucken wir in die nächste Reihe. Und zwar haben wir Mausoleum ja schon abgehandelt. Das war ja der letzte Raid, ne, in Shadowlands. Und dann haben wir jetzt hier noch Leihe der Schattenlande. Und dafür müssen wir wieder... Paktgebäude bauen, und zwar die besonderen Pakt-Features. Und das ist eigentlich immer gleich aufgebaut, ne? Wir haben quasi das Reisenetzwerk, den Anima-Leiter und den Befehlstisch, ne? Die haben wir in jedem Covenant-Gebäude und dann gibt es halt immer noch ein Special-Gebäude. Zum Beispiel hier die Monstrositäten-Fabrik oder bei den Nightfee haben wir diesen Garten, den wir anlegen können. Dann bei den Kyrianern haben wir so eine Kampfarena und bei den Venti haben wir den Gluthof, ne? Und da müssen wir immer für eine von diesen Special-Gebäuden quasi die Achievements machen. Zum Beispiel haben wir hier das erste, seid hier Gast, ne? Das ist bei den Venti und da müssen wir jeden Gast einmal empfangen im Gluthof. Früher war es so, dass man quasi den Gluthof nur einmal die Woche ausrichten konnte. Blizzard hat das mittlerweile geändert und ihr könnt ihn, glaube ich, täglich machen. Heißt, siebenmal so schnell könnt ihr das Achievement absolvieren, wie es in Shadowlands der Fall war. Also das ist schon eine deutliche Beschleunigung. Ihr müsst die aber nicht mal im Ruf hochbasteln, sondern nur jeden einmal empfangen. Und ich glaube, das waren vier Gäste, konnte man immer holen, meine ich, dass das so war. Genau. Und dann haben wir jetzt hier jetzt noch drin eins für die Nightfee. Und da ist es tatsächlich nicht dieser
Garten, wo man die Samen ausbrüten muss, sondern hier haben wir eine Ruffraktion. Und zwar ist das beim Reisenetzwerk. Ne? Da kann man so ein Pilzreisenetzwerk und da gibt es dann auch Daily Quests. Und mit diesen Daily Quests kann man quasi den Ruf erhöhen. Und wenn ihr den Ruf erhöht, kriegt ihr am Ende quasi einen ehrfürchtigen Status und einen Titel. Und den brauchen wir dafür, ne? Dass wir das Ding quasi abgeschlossen bekommen. Und dann haben wir noch zwei weitere auf dem Weg zur Loyalität. Das ist dann von den Kyrianern. Und da müssen wir die ersten 8 Prüfungen bestehen. Und ja, da gibt es, glaube ich, 3 oder ich glaube 4 Schwierigkeitsgraden. Das ist anscheinend einfach nur die Kämpfe einmal machen in der niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Also eigentlich eine relativ easy Sache. Davor müsst ihr ein bisschen was questen, weil ihr sonst die Kämpfe nicht freischalten könnt. Also es ist schon auch ein bisschen Arbeit, aber ihr müsst zumindest nicht die ganzen schweren Kämpfe bewältigen. Wobei die auch mittlerweile nicht mehr so krass schwer sind. Und dann bei den Necrolords, oh, da habe ich jetzt einen Ticken zu schnell tatsächlich durchgeklickt. Bei den Necrolords haben wir dann nochmal einen Meta-Achievement und da können wir uns jetzt noch ein bisschen reinklicken. Und zwar monströse Momente und da steht jetzt drin, schließt alle unten aufgelistete Erfolge zu Monstrositätenflickerei ab. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil das sind keine Erfolge, sondern der Text stimmt hier nicht, das sind Quests. Und es ist so, es gibt verschiedene Monstrositäten, die ihr bauen könnt und jede dieser Monstrositäten hat ein gewisses Set an Quests und ihr müsst halt jede Quest einmal absolvieren. Heißt, das kann halt schon ein bisschen dauern, das sind, meine ich, tägliche Quests. Oder sind die wöchentlich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wenn dann mal sie täglich oder wöchentlich, das ist jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen zu lang her bei mir. Auf jeden Fall müsst ihr alle Monstrositäten einmal bauen, um diese ganzen Quests zu kriegen, ne? Und wir haben da noch ein paar mehr Achievements drin. Ich meine, eines von den Achievements war auch, die ganzen Mobs einmal bauen zu können. Monströse Montage haben wir hier. Genau, da müssen wir eh jedes Konstrukt einmal bauen. Da gibt es dann auch nochmal eine Reittierbelohnung, wie ihr seht. Habe ich aber, wie gesagt, auch schon ein Video zugebastelt. Dann haben wir Kleider machen Monstrositäten. Dafür müssen wir einfach die kompletten Klamotten einmal herstellen. Und ja, da kann man quasi auch die Pläne erstmal muss man sich farmen und dann muss man verschiedene Items holen, um die Sachen auch craften zu können. Also das ist schon ein größerer Aufwand, ich glaube sogar einer der größten Aufwände hier überhaupt. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wo ihr die ganzen Sachen herbekommt. Und das Letzte, was wir jetzt noch in der Rubrik drin haben, ist, glaube ich, eine relativ einfache Angelegenheit und zwar alles abwickeln. Da müssen wir einfach 100 von diesen Wickeln auf so einen Mob einsetzen. Und zwar ist der einmal draußen direkt bei dieser Monstrositätenflickerei dran. Und da müssen wir so Wickel auf den einsetzen. Das ist der Kollege hier. Und wenn der auf 100 ist, dann läuft er auch los und macht da hinten irgendwo so eine, irgendwo hier war das, irgend so eine Tür auf. Und dafür gibt es auch ein extra Achievement, beziehungsweise aus der Kiste dann so Temok raus. Und da muss man so Wickel herstellen, die kann man auch hier bei der Monstrositätenflickerei einmal bauen. So, dann geht's aufs Ende zu. Und zwar haben wir jetzt noch 2 Sachen, aber da steckt schon einiges noch dahinter. Wir haben jetzt hier noch Turmstürmer und das hat mit Torghast zu tun. Und hier haben wir ja, verschiedene Torghast-Achievements. Wir haben einmal Markloser Meister. Und bei Markloser Meister müssen wir quasi alle 6 verschiedenen Grund-Torghast-Wings quasi auf Marklos spielen. Was bedeutet das? Ihr müsst erstmal bis auf Ebene 16 hochspielen. Und Marklos heißt dann, dass ihr ein gewisses Punkte-Rating in Torghast erwirtschaften müsst. Und ja, jetzt mit einem Max-Level-Char, ne, sollte das gar kein Stress mehr sein. Ihr müsst, ihr könnt halt Punkte darüber machen, dass ihr möglichst schnell durchkommt, möglichst viele Mobs mitnehmt und dann lauter so Special-Features noch schafft, wie zum Beispiel 2 Rares innerhalb von einer gewissen Zeit töten oder die ganzen, oder keine Fallen, keinen Fallenschaden kriegen, also nicht bei so Fallen failen. Und da gibt es viele andere Sachen auch noch. Habe ich auch schon Videos zu gemacht. Aber ich sag's euch ehrlich, mit einem Max-Level-Char, wenn ihr da einfach alle Viecher umhaut und schnell durchläuft, dann ist das Makellose, kriegt ihr ja quasi for free. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr schwierig, sagen wir es mal so. War es auch in Shadowlands nicht krass, aber jetzt ist es halt komplett free. Also das sollte eigentlich gar kein Stress mehr sein. Dann haben wir die gewundenen Korridore auf Ebene 8. Das war damals tatsächlich relativ knackig. Da kann man immer quasi nacheinander so Bosse,
die spawnen und die waren auch relativ schwierig am Ende von Shadowlands, würde ich mal behaupten. Sollten aber jetzt aktuell auch nicht mehr schwer sein, ne? Weil man halt 10 Level höher ist, wesentlich besseres Gear hat. Das sollte auch relativ free sein. Auch hier gibt es eine Reittierbelohnung. Ihr seht, wenn ihr dieses komplette Meta-Achievement macht, habt ihr am Ende extrem viele Mounts. Dann gucken wir hier weiter. Dann haben wir Adamantitgewölbe. Das Adamantitgewölbe funktioniert so, wenn ihr einen makellosen Run macht, könnt ihr danach weiterlaufen und habt nochmal zwei weitere Ebenen. Das schimpft sich Adamantitgewölbe. Und im Adamantitgewölbe gibt es halt am Ende noch einen extra Boss. Und diesen extra Boss, der bringt auch nochmal Loot. Ne? Aber ihr müsst ja eh diese makellosen Runs machen, dann habt ihr das Adamantitgewölbe quasi automatisch freigeschalten. Dann haben wir den Spießrutenlauf. Da müsst ihr dann hier sogar nur auf Stufe 4 kommen beim Spießrutenlauf. Also ihr braucht nicht mal 8. Und das ist auch nochmal so ein Sondermodus in Torghast. Ich meine, das war einfach so ein ewig langer Modus. Da hatte man, ich glaube, über 10 Ebenen, 16 Ebenen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das waren. Also es war auf jeden Fall ein ewig langes, ja, der Spießrutenlauf. Und das müsst ihr halt auch durchballern. Hier tatsächlich sogar nur auf 4, braucht nicht mal 8. Also das sollte aber mittlerweile auch gar kein Stress sein. Ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich jetzt die gewundenen Korridore in den Spießrutenlauf durcheinander bringe. Aber ihr müsst eh beide Features spielen. Also von dem her ist es eigentlich auch ehrlich gesagt relativ wurscht. Und das letzte, was wir haben, ist Meister der Qualen. Und hier ist es so, dass wir 3 Achievements haben, die mit Qualen funktionieren. Wenn ihr, ich glaube, ab 12 lauft, sind solche Qualen dabei. Und hier vielleicht ein kleiner Tipp. Diese Qualen sind quasi negative Effekte und die switchen, meine ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es täglich oder wöchentlich waren, dass die geswitcht sind. Ich meine, die sind sogar täglich geswitcht. Und ihr müsst da immer ein bisschen gucken. In dem Skillbaum, den ich vorher erwähnt habe, in Torghast, könnt ihr Sachen skillen, dass ihr weniger Qualen habt. Am besten macht ihr diese Achievements mit den Qualen, wenn ihr noch nicht viel in dem Skillbaum geskillt habt. Weil wenn ihr diese Qualen wegskillt, habt ihr halt weniger und dementsprechend eine schlechtere Chance, dass ihr die richtigen Negativeffekte, also diese Qualen, kriegt, um die Achievements zu erfüllen. Zu den Dingern habe ich auch alle Videos gemacht, da also brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen. Aber ja, diese Qualen, wie gesagt, am besten die Achievements machen, bevor ihr die quasi weg oder weniger skillt. Ich glaube, 1 oder 2 habt ihr am Ende immer noch. Wenn ihr noch gar nichts geskillt habt, habt ihr aber 3, 4, 5 oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau waren. Also da ist es halt einfacher, dann die richtige Qual zu kriegen. Gut, dann haben wir jetzt noch einen letzten Punkt offen, und zwar rund um den Schlund. Und das sind auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Achievements. Und dann haben wir hier Torghast Freundschaft hoch 5. Und dafür müssen wir, schaltet 5 beliebige dauerhafte Aufwertungen von Venari frei. Venari ist ja in der Zuflucht im Schlund quasi unsere Freundin. Und die verkauft Aufwertungen, die euch Bonis, glaube ich, im Schlund bringen, aber auch in Torghast. Und die sind, wie es im Achievement schon steht, dauerhaft. Die müsst ihr mit Stygia zahlen. Und Stygia ist die Währung, die ihr im Schlund von allem Möglichen bekommt. Ne? Wir hatten ja auch schon ein Achievement, wo wir dementsprechend im Schlund einige Mobs rumhauen müssen, und von denen kriegt ihr das auch. Ne? Also falls ihr dabei bei Venari noch nichts gemacht habt. Dann haben wir hier Boss-Schocker. Für Boss-Schocker müssen wir einfach diese ganzen Boss-Mobs im Schlund umhauen, die, wie gesagt, auch Stygia droppen. Also müsst ihr halt quasi jeden einmal umboxen. Dann haben wir als nächstes Handelspartner. Und für Handelspartner müssen wir Venari auf einen wertschätzenden Ruf bringen. Und ja, den Ruf kriegt ihr, indem ihr bei ihr Dailies macht. Oder diese Boss-Mobs oder Rares umhaut. Die bringen auch Ruf. Also das sind so die Wege. Ich meine, durch die, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob durch die Paktangriffe man auch Venari-Ruf gekriegt hat. Könnte sein. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr so ganz genau. Könnte sein, dass es darüber auch ein bisschen Venari-Ruf gab. Dann haben wir Schlunderkunder. Und ja gut, das ist relativ basic. Ihr müsst halt den Schlund erkunden. Ne? Lauft da halt überall rum. Für die hinteren Gebiete, Bestienlabyrinth war es, glaube ich, da braucht ihr schon einen gewissen Ruf bei Venari, dass ihr Quests kriegt. Dann könnt ihr nämlich einen Malus da entfernen. Sonst kriegt ihr ständig Schaden in dem Gebiet und werdet immer weggefiert. Also
da solltet ihr dann erst hingehen, wenn ihr mehr Ruf habt. Das ist hier, das Beste in dem Labyrinth ist quasi der Teil hier, ne? Also das müsst ihr quasi über den Ruf freischalten, aber den braucht ihr ja eh für das andere Achievement. Genau. Und dann haben wir das fertig. Besser ein Glückspilz als tot. Und das müssen wir da machen. Tötet alle seltenen Bosse und seltenen Elite-Bosse im Schlund. Das sind jetzt quasi die großen Bosse, die sind Elite. Das Problem ist, für manche von den Bossen braucht ihr mehrere Spieler, um sie beschwören zu können. Ne? Also da sind dann teilweise so Plattformen, wo vier Spieler sich richtig aufstellen müssen, ins Spell channeln, dass ein Mob kommt. Oder ihr braucht bestimmte Items, um jemanden beschwören zu können. Heißt, manch von den Mobs könnt ihr leider nicht alleine machen. Da müsst ihr euch eventuell Leute suchen, die da auch Bock haben und dasselbe Ziel wie ihr habt. Dann haben wir noch Jagdtruppe und dafür müssen wir alle vier Jagden abschließen. Die Jagden könnt ihr machen, sobald ihr quasi das Bestienlabyrinth freigeschalten habt. Und ich meine, die Jagden waren auch bi-weekly, heißt zwei Jagden in der Woche, meine ich. Und die haben halt hier immer im Bestienlabyrinth durchgeswappt. Einer von denen hat, glaube ich, auch einen Mount gedroppt damals. Also das konnte man sich hier farmen von den Jagden. Also da müsst ihr dann halt auch ein bisschen das Auge aufhalten, welche Jagd quasi gerade am Start ist. Wird auf der Map aber, meine ich, auch angezeigt, sobald ihr das freigeschalten habt. Und dann haben wir jetzt hier noch das letzte Achievement, und zwar Böde des Seelenbewahrers. Und dafür müsst ihr 200 Seelen retten. Und die Seelen rettet ihr, indem ihr die Quest habt, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, wo ihr 20 Seelen quasi immer für euer Paktsanktum mitnehmen könnt. Und ja gut, ihr müsst halt dann insgesamt 200 von den Seelen eintüten. Also 20 waren es, 10 Mal müsst ihr halt die Quest machen. Und ja, wenn ihr das dann abgeschlossen habt, dann sind wir auch hier mit dem Unterachievement fertig. Gibt es noch einen Bonustitel. Und ja, wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr quasi zurück aus dem Jenseits und kriegt noch zur Wahl Seelenfresser, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Also ihr seht schon, das ist eine ganze Menge Stuff. Wie gesagt, wenn ihr jetzt bei den Unterachievements nicht genau wisst, was ihr machen müsst, ich meine, ich habe wirklich zu jedem von diesen Erfolgen ein Video gemacht. Da könnt ihr einfach gerne auf meinem Kanal gucken. Ich habe die auch in verschiedene Playlists eingeteilt, je nach quasi Patchstand. Und ja, da könnt ihr gerne durchschauen und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen und dann könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr da noch alles offen habt, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Also das ist auf jeden Fall, würde ich behaupten, ein längerer Ritt. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.